Dieser Sonntag, 14 Tage nach Ostern, hat einen Namen von der Barmherzigkeit Gottes und der Sonntag vom guten Hirten. Und ich darf Sie grüßen und Ihnen das heute wünschen, dass Jesus als der gute Hirte Ihnen begegnet. Er sagt, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Wir wollen mit einem Loblied beginnen. Und ich möchte Sie einladen, fröhlich einzustimmen. Der Liederdichter dieses Liedes, 235, Joachim Neander, ist nur 30 Jahre alt geworden. Er hat uns aber einige der schönsten Loblieder geschenkt. 235, wir wollen alle vier Verse singen. Wunderbarer König, Herrscher von uns allen, lass dir unser Lob gefallen. Unser barmherziger Herr, unser guter Hirte, wir wollen dir danken an diesem Morgen und freuen uns über all der Schönheit dieses Frühlingssonntags, über alle Freude, die wir draußen sehen in der Schönheit der Schöpfung, die du gemacht hast, aber auch am Wunder unseres Lebens. Und wir danken dir, dass du heute Morgen jeden von uns suchst, bei uns anklopfst, bei uns einkehren willst. Und da können wir dich nur bitten, Herr, erneuere du uns von Grund auf. Du siehst, was in unserem Leben verkehrt und falsch ist. Und dann bring uns wieder auf den richtigen Weg und führe uns. Gib uns jetzt auch durch dein Wort Leitung
und Erkenntnis deiner Liebe. Und bring du alles zur Ruhe und zum Frieden, was uns belastet und umtreibt. Wir danken dir, dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann. Amen. Wir wollen miteinander den 23. Psalm beten. Den 23. Psalm. Sie können ihn sicher auswendig, aber Sie dürfen ihn auch in Ihrer Bibel aufschlagen. In den ausgelegten Bibeln ist es Seite 562 im Alten Testament. Wir beten miteinander. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Immer schön, wenn einer aus unserer Mitte auch hier etwas erzählt, was er erlebt hat mit seinem Herrn. Ich freue mich, dass Gunter Kiene von Christliche Fachkräfte nun uns was erzählt. Was ich mit ganz großer innerer Beteiligung Ihnen sagen möchte, sind Erfahrungen, die einmal nicht so sehr direkt aus dem Studium des Wortes Gottes kommen. Sie wissen, ich predige sehr viel, aber ich musste eine Lektion lernen und dass man tatsächlich, wenn man eine gewisse Schallgrenze erreicht hat, dann vielleicht nicht mehr ganz so stressig leben kann und der Körper nicht ganz so mitmacht. Und immer stolz auf meine Gesundheit, immer feste meine Termine geplant, musste ich einfach Anfang des Jahres feststellen, dass nur nach einer kurzen Untersuchung die Folge waren 3 Krankenhausaufenthalte. Und da musste ich dieses Wort für mich lernen, was wir so oft anderen weitersagen, aber es vielleicht gar nicht so selbst beherzigen. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Und ich war sehr verlegen. Verlegen, all diese Termine, circa 12 Verkündigungstermine, absagen zu müssen. Verlegen, weil man andere in die Verlegenheit bringt, jetzt zu sehen, wie sie damit fertig werden. Zumal, wenn manches vielleicht sogar publiziert wurde. Aber noch mehr verlegen, auch dann gefragt zu werden, was ist es denn? Und nicht unbedingt darüber zu sprechen oder sprechen zu wollen. Und auch nicht zu wissen, wie geht die ganze Sache aus? Und in dieser Unsicherheit zu leben. Verlegenheiten. Ja, ich war sehr verlegen. Aber Gott gebraucht diese Dinge. Ich musste das lernen. Statt 12 Termine einnehmen zu können, durfte ich in dieser Zeit circa 12 einzelnen Menschen sehr nahe kommen und die Gelegenheiten wahrnehmen, ihnen etwas zu sagen, was ich in der Predigt so allgemein sagen kann, aber hier ganz individuell mit Menschen über den Glauben zu reden. Die Bibel mit ihnen zu lesen, zu beten, tiefe Nachtgespräche zu führen. Und das konnte man von dem Krankenbett aus, das konnte man nachher, als man so einigermaßen wieder rumhumpeln konnte. Das konnte man, indem man einfach auf den Fluren über diese Brücke desselben Leidens oder Ähnliches einfach mit diesen Menschen zu sprechen. Und ich merkte schon, wenn angefragt wurde, dort bei den die Patienten gefragt wurden, so wurde ich auch damals gefragt, wollen Sie einen Pastorenbesuch? Oder wenn die grünen Damen hereinschneiden, die alles so unter die Decke gingen. Das ist ganz schwer, solchen Menschen zu helfen. Und doch durfte ich erleben, dass gerade dadurch, dass ich dasselbe eigentlich erleiden musste, und dabei war mein Leiden vergleichbar zu all den anderen, was ich da saß, gar nichts. Und doch war es einfach eine Brücke, zu diesen Menschen zu sprechen. Und ich stellte fest, dass gerade in Deutschland, im Vergleich zu all den anderen Missionsländern, überhaupt Ländern, das Evangelium so schwer ist, manchmal weiterzugeben. Hier war es ganz, ganz einfach. Und ich konnte mit einmal begreifen, dass es vielleicht nötig ist, dem anderen zur Seite gestellt zu werden, auf seiner Ebene. Und dann hat man die Gelegenheiten, mit ihnen zu sprechen. Ich verstand ein Wort von C.S. Lewis besser. Der schrieb einmal, Gott
flüstert zu uns in unseren Segnungen und Vergnügen. Aber er gebraucht ein Megafon, wenn wir leiden. Er spricht durchs Leiden. Und diese Gelegenheit habe ich wahrgenommen und es ist mir somit, trotz der Absage und der Verlegenheit, die ich hatte, alle diese Termine abzusagen, doch eine Gelegenheit, eigentlich Gottes Gelegenheit, hier über das Evangelium, über den Glauben zu sprechen und festzustellen, Menschen sind weit offen, wenn wir den richtigen Schlüssel benutzen und zur richtigen Zeit an den richtigen Menschen das richtige Wort sagen. Und darüber freue ich mich und mache Mut, wenn man so eine, ja, also einen besonderen Auftrag bekommt, eine Sendung, als Kranker, das doch wahrzunehmen. Denn wir gehen ja wirklich, und vielleicht war das auch die Brücke, warum ich Menschen denn ansprach und warum ich diese Gelegenheit hatte, wir können ja ganz zuversichtlich gehen, mit diesem Wort heute ideal passend, der Herr ist mein Hirte, niemand wird mich aus meiner Hand reißen. Ich hatte so viele Gebete für mich, ich hatte so viele gute Verheißungen, die mir gegeben wurde, die ich auch mitnahm in sein Wort. Und ich hatte den Herrn Jesus Christus mit mir und in mir, der gute Hirte. Und diese Zuversicht gab mir einfach Gelegenheit, von ihm Zeugnis zu geben. Und es wurde akzeptiert. Und ich danke Gott für diese besondere Lektion in meinem Leben. Das ist auch ein ganz wichtiger Dienst, den Sie tun. Ich habe da vorhin noch jemand angesprochen und sagt, das müssen Sie, eine ältere Dame, dem jungen Mann neben sich erzählen, was Sie in 17 Operationen erlebt haben. Und ich hoffe, dass die nachher nicht auseinandergehen, ohne dass das einer persönlich erzählt. Und sagt, das habe ich erlebt und erfahren. Dankeschön. Weiß ich den Weg auch nicht. Du weißt ihn wohl. 562. 562. Hebräer 13, die Verse 20 und 21. Ein kurzer Abschnitt, ein Segenswort, ein Grußwort am Ende dieses Hebräerbriefs, Seite 282 in den Bibeln im Neuen Testament. Hebräer 13, 20 und 21. Das Wort ist so dicht komprimiert wie ein Extrakt. Ich habe immer Schwierigkeiten, das so beim Lesen zu verstehen und zu begreifen in der ganzen dichten Fülle. Schön, dass wir das in die Breite auslegen dürfen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, in den alten Lutherbibeln stand da Testamentes. Das ist ein Wort, das kann man in der Übersetzung austauschen. Der mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Man kann es ja oft beklagen, dass in den Nachrichten und in den Zeitungen immer so viel
negative Schlagzeilen drin sind und da so viel Schreckliches passiert. Mich erschüttert ja, dass das nicht bloß in der Welt so ist, in den Welt der Nachrichten, sondern bei ganz vielen Menschen ebenso. Die gehen über viele Jahre hinweg durch schreckliche Krankheitsnöte. Andere erleben furchtbare Schläge des Todes und liebe Menschen werden weggerissen. Andere, bei denen ist jeder Tag die Hölle, weil die lieben Mitmenschen ihnen das Zusammenleben, ob im Geschäft oder daheim, zur Hölle machen. Und ich fühle mich immer so hilflos. Was soll ich denn da sagen? Wie soll ich denn da einen Menschen aufrichten? Merkt, das kann ich nicht. Steht mal im Evangelium in einem Osterbericht. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Ach, das war's. Dass plötzlich Jesus Menschen vor die Augen tritt. Menschen anspricht in ihrer Traurigkeit. Und dann bricht eine Freude an. Jetzt ist so wichtig, ich brauche keine Freude machen. Ich kann es auch gar nicht. Aber Jesus, der Auferstandene, lebt. Er begegnet verzweifelten Menschen. Er richtet sie auf, er macht sie fröhlich. Er gibt ihnen neue Zuversicht, neuen Mut. Also deshalb sind wir heute Morgen zusammen. Mich können sie vergessen. Ihren Nebenmann dürfen sie vergessen. Wir wollen Jesus entdecken. Größeres gibt es nicht. Das Einzige, was uns im Glauben aufrichtet. Jesus, der Herr. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel. Es gibt nichts Vergleichbares. Wir sind hier nicht zusammen, weil wir zu einer Organisation gehören oder weil wir den Einfluss der Religion für wichtig halten. Nein, gar nicht. Wir wollen Jesus entdecken. Wir wollen fröhlich werden, weil wir ihn sehen und weil wir ihn erkennen. Das ist die Mitte unseres Gottesdienstes, Mitte unseres Glaubens. Jetzt beim Hebräerbrief, den wir ja hier haben, geht es Ihnen sicher auch so, dass überhaupt der Hebräerbrief etwas schwierig zu verstehen ist. Woher das kommt? Ja, das kommt von den Leuten, an die er gerichtet ist. An wen ist er denn gerichtet? An Hebräer. Was sind Hebräer? Das sind Juden. Also das sind Leute, die das Alte Testament fast auswendig können. Deshalb, der Hebräerbrief schreibt unheimlich viel von Dingen aus dem Alten Testament. Aber jetzt müssen Sie einmal mit mir den Hebräerbrief durchgehen. Ich könnte fast sagen, kein Brief oder kein Buch in der Bibel ist so wie der Hebräerbrief auf eine Aussage immer ausgerichtet, wie ein Magnetnadel immer auf den Punkt kommt, zeigt immer da nach Norden. Von den ersten Versen immer nur ein Thema, Jesus Christus. Ganz allein, er ist das Wort des Vaters, durch ihn ist die Welt geschaffen, er ist der einzige Weg zu Gott, kein Opfer kann unser Leben lösen. Und dann bis zum Schluss, lasst uns aufsehen auf Jesus. Also gerade das, was die Mitte des Glaubens ist. Eine Sprache, die uns auf das Erste vielleicht, leider, nicht mehr so vertraut ist. Aber ein Thema, in dem immer wieder das Wichtigste unseres Lebens und Glaubens in die Mitte rückt. Jesus Christus. Ihn muss man erkennen, ihn muss man finden. Durch ihn muss man Freude und Frieden finden, Ermutigung und Stärkung. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. Auch der Hebräerbrief. Dem wunderbaren Thema, das er immer wieder uns so entfaltet. Ein Evangelist aus Sri Lanka hat vor Jahren einmal das schöne Wort geprägt. Das kann man gar nicht mehr vergessen. Er hat gesagt, wenn wir von Jesus reden, so ist es wie wenn ein Bettler dem anderen zuruft, wo es Brot gibt. Da komm, da musst du hingehen. Und wir erzählen weiter, was wir selber dort gefunden haben in ihm, in diesem Wort. Das Erste, was ich herausgreifen will, ist, Gott will in unser wild bewegtes Leben Frieden bringen. In unser wild bewegtes Leben Frieden bringen. Also, in unseren Tagen ist das ja eine Not, dass wir viel Schweres erleben, viel Not. Und da haben wir keinen Frieden mehr. Aber es kommt noch was hinzu. In unserer Zeit ist das nicht zufällig, dass die Erschütterungen auch so rapide zunehmen, die Depressionen und auch die Verzweiflung, auch bei vielen jungen Leuten auffallend, dass sie mit dem Leben immer fertig werden. Warum? Wahrscheinlich haben wir uns alle viel zu viel zugemutet und haben viel zu viel Pläne gemacht, was wir alles können. Wir können das. Wir packen das an und wir sind so geschickt. Und dann haben wir uns an Aufgaben hingewagt und wundern uns, wenn plötzlich unsere Schwäche, unsere Armseligkeit, unser Versagen
offenbar wird. Und dann brechen wir ein. Brechen wir ein in diese erschreckenden Tiefen und dann kommen die Ängste und das Versagen, man hat keinen Mut mehr. Ja, wie soll ich denn etwas Festes wieder haben? Wo habe ich denn etwas Festes? Auch das ist nicht überraschend, dass heute viele Menschen auf der Suche nach etwas Festem sich an Unsinniges festhalten, an Aberglauben, an abstruse Sekten und suchen ein Stück Geborgenheit und sagen, ich brauche doch da, das gibt mir wenigstens noch ein Stück Frieden. Aber das kann ja keine Hilfe sein, wenn das nur ein Strohhalm ist, an den ich mich hinhänge. Wo kann ich denn mich bergen in der Unsicherheit meines Lebens? Bin bedroht durch die Erlebnisse, die mich hin und her berufen, im Erschrecken über das eigene Versagen. Das ist das Erschütterndste, wenn man selber merkt, ich bin gar nicht der, der ich selber sein wollte. Nicht der, wie ich meinte, ich wäre so. Das kann und macht. Da schreibt der Hebräerbrief vom Gott des Friedens. Kennen Sie den Gott des Friedens, in dem Sie sich bergen können? Der Gott, der Ihr Leben zum Frieden führt. In den Shalom hinein, in die ganze Geborgenheit. Ja, ich weiß ja, die meisten Menschen haben Angst, wenn man von Gott redet. Weil sie genau wissen, Gott ist der Rächer meines Lebens. Und Gott kann in die Tiefe meines Herzens hineinblicken. Der kennt auch alle Versäumnisse und alle Fehler und weiß auch, wo ich versagt habe. Er ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Also das Innerste ist vor ihm offenbar. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Da wollen viele Leute Gott einfach davonlaufen. Und deshalb ist es so schön, wenn man erkennen kann, Gott will ein Gott des Friedens in meinem Leben sein. Ein Gott des Friedens, der mir in meinen Ängsten Bergung bietet. Schutz. Unter dem Schatten seiner Flügel frohlocke ich. Ich kenne keinen anderen Zufluchtsort. Gott des Friedens. Es gibt gerade einen Werbespot. Vielleicht haben Sie ihn auch schon gehört. Ein Werbespot, Redaktionskonferenz einer großen deutschen Zeitschrift. Da sitzt der Chefredakteur da mit seinen Journalisten um den Tisch und dann reden sie über die neue Ausgabe. Und dann sagt der Chefredakteur zu seinen Journalisten, ich will Fakten, Fakten, Fakten. Aha, also will ich jetzt auch sagen, wenn das schon bei einer Zeitschrift, die nach einer Woche in Müll wandert, schon gilt, dass Fakten entscheidend sind, wie viel mehr erst im Glauben. Es geht um Fakten, es geht nicht um religiöse Gefühle oder um irgendwelche Träume. Der Gott des Friedens, ja wie kann ich denn das sagen? Ist Gott wirklich ein Gott des Friedens? Wie kann ich denn das entdecken? Und da heißt es in diesem Wort so schön, Gott des Friedens hat das mit Fakten untermauert. Welchem Faktum? Mit dem vergossenen Blut seines Sohnes Jesus Christus. Mit dem Blut des neuen Bundes. Man erlebt das immer wieder, wenn Politiker, die setzen sich hin und mit einem schönen Füllfederhalter unterschreiben sie Verträge. Gott hat einen Vertrag mit uns, nicht mit Tinte gemacht, sondern mit dem Blut seines Sohnes. Verbürgt. Und Sie wissen, was ein Testament ist. Da können Sie aufschreiben, die kleine Kommode vom Wohnzimmer, die kriegt mein Neffe. Und wenn Sie sterben, dann wird das Fakt. Dann ist das in Recht umgesetzt. Dann muss das vom Testamentsvollstrecker eingelöst werden. Jesus sprach schon bei der Austeilung des Abendmahls vom Testament und sagte, mein Blut ist der Vertrag, das Testament, das Gültige, was hier nun eingelöst wird. Sie haben Sonntag vor Ostern passiert, drüben in Bietigheim, dass ein Kollege von mir in der Zeitung geschrieben hat, das Kreuz muss weg. Das war eine verrückte Vorstellung, dass irgendein anderer für meine Schuld büßt. Wir sind alle Menschen gut und haben uns nichts vorzuwerfen. Wir brauchen kein Kreuz mehr. Große Empörung da. Die Kirche wird zum Pullhaus, da wird auch nichts weiter geschehen, da darf weiter predigen. Sie müssen es wissen. Was ist der Fakt, auf dem Ihr Glaube ruht? Das vergossene Blut Jesu. Der Gott des Friedens, das ist nicht ein Spruch. Mit dem faulen Frieden, so wie es ist. Sondern Gott hat Frieden gemacht, indem er meine Schuld getragen hat. Und ich darf in diesem Gott des Friedens mich bergen. In diesem Gott des Friedens mich bergen. Ein für alle Mal. Der Gott des Friedens will mir diese Geborgenheit geben. Und ich darf aufatmen. Lassen Sie den Frieden Gottes in Ihr Leben. Lassen Sie den Frieden Gottes in Ihr Leben. Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes. Aber es steht noch was da drin. Wir werden alle wunderbar betreut. Wir werden alle wunderbar betreut. Am heutigen Sonntag ist ja dieser Abschnitt deshalb gewählt in unserer Kirche, weil da von dem Hirten der Schafe die Rede ist.
Und dieses Bild hat sie ja alle schon angesprochen. Jesus hat gerne über dieses Bild gesprochen. Aber es ist nicht erst bei Jesus so, sonst geht weit zurück. Gott hat immer wieder davon gesprochen, dass er ein Hirte sein will. Und es war auch nicht zufällig, dass Abraham ein Hirte war und Jakob und dass die großen Väter und dann kommen die Hirtengeschichten bei den Propheten und überall immer wieder, das Bild spricht doch für sich. Dieser wunderbare Frieden, der Hirte, der da vor seiner Herde steht und sie führt, das soll jetzt bei ihnen so geschehen. Sie sollen nicht mehr in der Unruhe leben. Jesus will ihr Hirte sein. Ihr Hirte sein. In diesem Wort heißt es so groß. Gott hat Jesus von den Toten heraufgeführt. Und jetzt ist er erst recht der Hirte. Da steht das Wort vom großen Hirten. Was sind gemeint mit groß? Er ist jetzt als der erhöhte Herr noch viel mehr als vorher zu seinen Lebzeiten. Der, der seinen Schafen nachgeht und sie sucht mit seiner unendlichen Liebe, der 99 in der Wüste lässt und eines sucht, das gerade sich verlaufen hat. Und als Kinder haben wir das ja so gern gehört, wie der Hirte durch die Dornen durchsteigt und diese Schafe rausholt, wo es sich verirrt hat und da verunglückt ist und die Wunden verbindet und wieder zurückträgt. Er wird seine Schafe tragen und im Bausch seines Gewandes haben. Er wird sie so bergen. Eine ganz wunderbare Zusage, Sie dürfen das erleben, wie bergend, schützend die Nähe Jesu wird. In der Heillosigkeit unseres Lebens. Die Christen in der Verfolgung, im Martyrium, gerade schon im ersten Jahrhundert in Rom, die sind ja in die Katakomben, in die Totengemäuer geflohen. Und das ist das verbreitetste Motiv, das sie dort an diese Mauern hingemacht haben und eingemeißelt haben und dargestellt haben. Immer wieder das Bild des guten Hirten. Aber die frühchristlichen Maler haben immer diesen Hirten als König dargestellt, nicht als weichen Hirten, als König und Herr. Er ist der große, starke Hirte, der steht vor den Todesmächten hin und schützt seine Schafe. Der birgt in der Angst und der Not seine bedrohte Schar und er kämpft für seine Herde. Wenn Sie mal Jesaja 63 aufschlagen, viele von Ihnen haben eine Bibel dabei, da sehen Sie erst, wie das im Hebräerbrief immer wieder zurückgeht auf alttestamentliche Worte. Da ist eine Klage geschrieben, Jesaja 63, Vers 11. Als Israel durch so viel Not hindurchging und Gott sie, sein Volk, straft, da heißt, da gedachte sein Volk wieder an die vorigen Zeiten, an Mose. Wo ist denn nun der aus dem Wasser zog, den Hirten seiner Herde? Wo ist der, der seinen Heiligen Geist in ihn gab, der seinen herrlichen Arm zu Rechten des Mose gehen ließ, der die Wasser spaltete vor ihnen her, auf dass er sich einen ewigen Namen macht, der sie führte durch die Fluten, wie Rosse, die in der Wüste nicht strauchen und so weiter. Herr, zerreiß doch den Himmel. Wo bist du denn mit deiner Hirtenliebe? Und der Hebräerbrief sagt, da ist doch. Gott hat ihn aus den Toten heraufgeführt, damit er sie durch die Fluten trägt. Und damit er sie durch die Wüsten führt. Der gute Hirte geht mit ihnen. Und er ist mächtiger als alles, was sie bedrohen mag. Und jetzt noch ein letztes. Er will mächtig in ihrem Leben wirken. Der Gott des Friedens durch den guten Hirten will mächtig in ihrem Leben wirken. Es geht um Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Wirklich immer um Fakten. Der Gott des Friedens ist kein Spruch. Dass er der Hirte ist, ist kein Spruch. Er ist auferweckt von den Toten als der Hirte. Und er will jetzt ihr Leben mächtig umgestalten. Mächtig umgestalten. Also, ich bin so richtig erquickt durch den aufbrechenden Frühling. Geht sie nicht so? Die Kraft der Sonne und jetzt wunderbar, wie die Blüten treiben und wie die Blätter sprossen. Was ist das? Da war gerade noch das dürre, dreckige Gestrüpp da draußen, diese Büsche, und dann treibt das. Gehen Sie durch den Wald, da liegt das Laub, grau und wüst und unansehnlich, und jetzt sprießen die Anemonen in Fülle durch. Und es blüht. Was ist das für eine Kraft? Sagen Natur, was ist Natur, woher hat die Natur ihre Kraft? Dahinter steht der Gott des Friedens, der uns beschenken will, der Gott, der schaffende Gott, der uns mit seiner Liebe nachgeht. Aber wenn Sie es bloß am Blütenstrauch erleben, Ihrem Leben, in Ihrer Persönlichkeit muss sprossen, wie die Frühlingskraft. Das muss Blüten treiben, aber nicht bloß so Blüten ohne Frucht, sondern da muss
etwas hervorkommen. Sie haben einen ganz mächtigen Hebel. Wissen Sie, was für ein Hebel? Indem Sie diese Kräfte in Ihr Leben einlassen können. Es muss ich zuerst nochmal klarstellen, weil unter Christen eine schreckliche Unsicherheit ist, was eigentlich ein Segenswort ist. Manche Leute meinen, Segen, das sei was Magisches. Simsalabim, das wird am Ende gesprochen wie eine magische Kulthandlung am Gottesdienst. Wenn wir am Ende ein Segenswort sagen, wissen Sie, was ist ein Gebet? Herr, jetzt gib uns deine Gegenwart. Aber was Sie beten, das ist Realität. Lesen Sie mal im Losungsbüchlein den Lehrtext von heutigen Sonntag. Dass Gott das tun will, worum wir ihn bitten. Ja, genau. Im Segen liegt Realität, weil es Gebet ist. Es gibt auch reiche Christen, die meinen, die Handauflegung wäre es. Nein, es liegt doch in den Händen. Es liegt im Gebet. Ich darf den Kranken die Hände auflegen, aber das kann nur ein Symbol sein. Wir legen auch den Konfirmanden die Hände auf. Oder wir reichen dem Brautpaar die Hand. Aber die Hände sind doch nicht das Entscheidende, sondern das Gebet. Hier ist ein Gebetswort. Herr, der Gott des Friedens, der gebe euch jetzt dieses. Und zwar real in eurem Leben, dass die ungeheuren Kräfte Gottes euch erfüllen. Der schaffe in euch etwas. Der mache euch tüchtig. Kann das Gott? Gott kann ein Leben, das wirklich zerstört ist und nur noch ein Wrack ist, so erfüllen mit seiner Kraft. Ich war in der letzten Woche wieder bei einer 97-jährigen Frau im Altenheim, die ein Segensträger ist für ihr ganzes Heim. Da kann der Leib zerfallen, aber die Kraft des Gottesfriedens treibt einen Menschen und schafft und wirkt etwas. Das ist gar nicht wichtig, welche Worte wir reden. Der Herr legt die Worte in den Mund. Der Herr gibt die Gedanken. Der Herr schenkt das Vollbringen. Ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen. Wir dürfen beten, dass der Hebel, damit die Kräfte in Bewegung kommen. Ich darf darum bitten, Herr, jetzt erfülle mich mit deiner Gegenwart. Du Gott des Friedens, der du Jesus von den Toten auferweckt hast, wirke in meinem müden Leben nochmal was. Vollbringe etwas. Und dann gehen Sie durch ein Leben der Erschütterung, der Angst und des Durcheinanders und der Herr hält sie. Und sie werden nicht hin und her geschleudert. Und sie sind im Frieden. Und mitten im finsteren Tal spüren sie, der gute Hirte ist da, der mich von allen Seiten umgibt. Und es kann mir nichts geschehen. Mein Leben wird zur Ehre Gottes gelebt. So schließt es ja. Zur Ehre Gottes, zur Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit, dass Christus unserem Leben zum Zug kommt, lassen Sie ihn doch in Ihr Leben ein. Und sagen, Herr, jetzt erfülle mich du mit deiner Gegenwart. Amen. Nun singen wir von dem schönen Lied, in allen meinen Taten lasse ich den Höchsten raten, Paul Flemings Lied 292, die Verse 1 und 2 und die Verse 9, den Vers 9. 292, 1 und 2 und 9. Wir danken dir, lieber Herr Jesus Christus, für dein ewiges Hirtenamt.
dass du das einlösen willst in unseren Ängsten und Bedrängnissen, in unserer Einsamkeit, aber auch in allem Leiden, an herrlich schönen Frühlingstagen und in der Dunkelheit der Nacht. Herr, geh uns nach, bis du uns als die verlorenen Schafe ganz zu dir gebracht hast, zu dir, dem guten Hirten, dass wir uns nicht mehr selber führen, sondern du uns bestimmen und regieren kannst. Und wir möchten dich jetzt ganz besonders auch für alle bitten, die durch schwere Not gehen, auch so viele Menschen um uns her. Wir können keinen Trost und keine Ermutigung bringen, als nur auf dich weisen. Du musst dich selber vor ihnen als der lebendige Herr offenbaren und beweisen durch dein Wort. Und wir bitten dich, dass du wieder kräftig redest, auch zu den Angefochtenen und Bedrängten und Schwermütigen und Mutlosen. Ich möchte dich bitten, dass ich viele junge Menschen von dir finden lassen, dass sie auch die ganzen Gaben ihres Lebens dir gerne und willig zur Verfügung stellen. Wir möchten dich bitten für alle, die in deinem Dienste stehen, dass sie nicht aus der Routine ihrer Gaben leben, sondern immer neu sich mit dir verbinden, auf dich blicken und auf dich trauen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesu, geh voran. Wir singen das Lied 274. Der Herr sie segnen und wir dürfen ihn bitten, dass er mit ihnen geht und auch in seiner ganzen Realität Größe und Macht um sie her ist. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik.